Klaus für Mobile Geeks und Technophil.de hier auf dem Mobile World Congress bei Arcos am Stand. Ich habe hier das 50 Oxygen für euch. Das ist ein weiteres 5-Zoll-Gerät vom Hersteller neben dem 50 Diamond, dem neuen Topmodell. Etwas einfacher ausgestattet, aber auch etwas günstiger bepreist. Für 199 Euro kriegt man hier ein Octa-Core-Gerät mit dem MediaTek MT6592 in nur 1,4 GHz getaktet. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen auf Design hier ausgelegt. Ein relativ flaches Gerät, ein bisschen iPhone-esk das Ganze gestaltet mit so runden Rändern. Allerdings ist das hier Kunststoff, kein Metall, wie man das bei den Leuten aus Cupertino kennen. Schauen wir uns das Gerät noch ein bisschen genauer an rundherum. Das schon erwähnte iPhone-ähnliche Design wird besonders auffällig an der Unterkante. Auch hier Lautsprecher unten angebracht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das tatsächlich Stereo-Lautsprecher sind. Dazwischen ein Micro-USB-Anschluss, der übliche. Diese beiden Schräubchen vermute ich mal fast, dass das Attrappen sind. Wobei, ich will da mal nichts Falsches behaupten lieber. Auf der linken Seite keinerlei Bedienelemente. Am oberen Rand haben wir dann hier den 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der Rückseite ist eine Kamera untergebracht. Die hat 8 Megapixel. Der Frontshooter für Selfies hat 5 Megapixel. Hier die Hauptkamera ist durch einen Flash-Blitz dann nochmal unterstützt. Auf der rechten Seite haben wir dann die Bedienelemente, also Lautstärkewippe oben, ein Ausschalter und darunter zwei Slots. Diese beiden Slots sind entweder für Dual-SIM-Betrieb gedacht, da kommt dann eine Micro- und eine Nano-SIM-Karte rein. Alternativ kann man die Nano-SIM-Karte auch durch eine Micro-SD-Karte ersetzen, hat dann also Single-SIM-Betrieb mit Speichererweiterung. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es hier dann auch die Arcos Fusion Storage gibt, wo beide Partitionen sozusagen, also die SD-Karte und der interne Speicher zusammengefasst werden können, so dass man tatsächlich jetzt von einer vollwertigen Speichererweiterung durch die SD-Karte reden kann. Eine sehr schicke Sache ist das auf jeden Fall. Ansonsten haben wir 16 GB Speicher schon fest eingebaut, 1 GB RAM und dazu noch einen fest verbauten 2000 mAh Akku. Das 5 Zoll HD-Display soll auch von JDI stammen und leuchtet recht schön hell und hat auch ganz ordentliche Blickwinkel. Ihr seht das jetzt hier unter flachem Winkel, verblasst es ein ganz klein wenig, aber das ist schon eine sehr ordentliche Bildqualität und auch ein gutes Stück nach vorne zu den etwas preiswerteren Arcos-Modellen, die wir sonst so kennen. Beim Thema Preis angelangt, 199 Euro soll das Gerät kosten und auch schon im März, also direkt im Anschluss quasi an die Messe, verfügbar sein. Es ist sicherlich ein Gerät, was sich so ein bisschen mehr an die designorientierten Kunden richtet, vielleicht auch an diejenigen, die unbedingt was iPhone-ähnliches haben wollen, es sich aber nicht leisten, das Original nicht leisten können. Bin mir nicht sicher, wie viele Leute wirklich so drauf sind, aber es sieht schon durchaus schick aus. Das iPhone ist da nicht unbedingt das schlechteste Designvorbild. Und wird 199 Euro, da gibt es bei Anbietern wie Vico zum Beispiel auch schon mal noch etwas günstige Geräte mit vergleichbaren Ausstattungsmerkmalen. Aber es ist durchaus noch fair bepreist. Und wer dieses Design hier mag, der wird womöglich seine Freude dran finden. MediaTek hat es anscheinend endlich geschafft, Android 4.4.4 auch auf die älteren Modelle hier, den MT6592er, zu bringen. Das ist mal ganz erfreulich. Ob es hierfür noch ein Lollipop-Update geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Da wurde mir wenig Hoffnungen hier gemacht. Für das Top-Modell vielleicht noch, aber selbst da scheint das im Moment nicht geplant zu sein und konnte man eben auch nicht sagen, ob das jetzt im Moment ein Vorhaben ist oder ob man das ganz sein lässt. Scheint nicht unbedingt die Stärke hier bei Arcos zu sein. Ja, soweit vom Hands-on auf dem Mobile World Congress zum Arcos Oxygen 50 oder umgekehrt 50 Oxygen Plus. Die Arcos-Leute schreiben mir die Nummer komischerweise immer vor den Seriennamen hier, Oxygen halt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Thumbs up. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal oder die Webseiten Mobile Geeks bzw. Technophil abonniert per RSS-Feed. Twitter und Google Plus könnt ihr natürlich auch folgen und keine Neuigkeiten verpassen. Ich bin Klaus für Technophil und MobileGeeks.de.